Start zum 23. 24-Stunden-Rennen in Schütz am Samstagnachmittag um 2. Brütende Temperaturen bei über 30 Grad im Schatten, das Wetter, die Herausforderung. Was hier alles gibt, der OK-Präsident Stefan Heller von Willison, der weiss. Das Wichtigste, glaube ich, von heute, wo alle sehr froh sind, haben wir heute haben wir besser Wetter bestellt als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir ja sehr schwieriges Wetter gehabt, äußere Bedingungen, wo wir bis fast zu Rennabbruch diskutiert haben. Und heute haben wir jetzt wirklich, glaube ich, wenn es so wetti, sehr gute Bedingungen. Das Rennen an und für sich hat nicht sehr grosse Änderungen. Was wir haben, die Kategorien zum Teil ein bisschen leicht angepasst, aber sonst, die Strecke ist gleich, Verlauf ist gleich, Fahrerlager, auch die Festivitäten sind im ähnlichen Rahmen wie letztes Jahr. Wir sollen ja nicht etwas Gutes grundlegend überstellen, aber es gibt einfach gewisse Anpassungen, vielleicht im nächsten Jahr, wo wir wieder gewisse Sachen werden machen. Zu den Teams und zu den Fahrern, wie viele haben sich angemeldet, wie viele sind am Start? Es sind gut 90 Startende, das sind dann über 400 Fahrende eigentlich mit den Themen, wo sie dann alle zusammen unterwegs sind. Da kommen jetzt gerade die Ersten, der Jeremia Smarty, einer vom Veloclub Schütz, ist an der zweiten Stelle da. Die ganzen Geschichten, die wir jetzt anpassen, es könnte vielleicht sein, dass wir das nächste Jahr gewisse anpassen, vielleicht das Rahmenprogramm noch ein bisschen ändern, vielleicht eine Randsportart am Anfang drin oder irgendetwas, aber jetzt ist echt Kontinuität angesagt. Das nächste Jahr quasi fast ein kleines Jubiläum, das 24. 24-Stunden-Rennen. Genau, das stimmt eigentlich. Oder? Das 24. 24-Stunden-Rennen wäre das nächste Jahr. Da müssen wir uns sicher rein von der Bewerbung und von der Kommunikation, aber vielleicht sicher auch vom Anlass, den einen oder anderen noch überlegen, dass man dann eben nicht 25 oder 20 Jahre feiern, sondern mit einem 24-Stunden-Rennen tut man natürlich dann eben 24 Jahre entsprechend feiern. Das heisse Wetter für euch im Prinzip eigentlich besser als schlecht. So wie es sagt, gutes Wetter ist gut. Ja gut, jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, es ist eben viel zu heiss jetzt bei diesem Wetter. Da tue ich ihm eigentlich gerne das Wetter von einem Jahr in Erinnerung rufen. Und von dem her denke ich, ist das gut. Es kann sein, jetzt rein ein bisschen vom Wetter her, dass es etwa gegen oben hin oder vielleicht in der Nacht ein Spritzchen gibt. Aber es sind nicht grosse Regenmengen und gerade beim Parkour auf Naturstrasse oder Waldauf würde ein kleiner Sprotzregen sogar gut tun, weil es stäubt also wirklich halt. Ja. Gut, die Fahrer haben Durst und natürlich die Leute, die besuchen, bei diesem heissen Wetter auch, das kommt euch auch ein bisschen entgegen, oder? Ja, also da sind wir vorbereitet. Das ist selbstverständlich so. Das Rennen, einerseits jetzt das Velorennen an für sich, ist rein jetzt von den Finanzen her mit dem Sponsoring zusammen so ein bisschen selbsttragend mit allem. Und dann probieren wir natürlich mit der Festwirtschaft und dem Ganzen drumherum auch etwas Finanzielles rauszuholen. Es ist so, dass der Verdienst und das, was wir rausschlägt, das kommt dann im Veloclub Schütz, auch in der Juniorenförderung, jetzt sehr viele Junge jetzt auch im Veloclub, kommt das gut. Und so probieren wir eigentlich dann die finanziellen Mittel, die wir hier rausholen, wieder sinnvoll einzusetzen. Für Leute, die das noch jetzt gerade sehen im Fernsehen, was ist so ein das Highlight? Wo sollte man unbedingt dabei sein jetzt noch? Ja, also für mich ist das ein bisschen schwierig, oder? Wenn ich jetzt schon eben 21 Jahre immer da unten bin, das ganze Wochenende. Aber ich kann das persönlich sagen, für mich ist einfach immer das Drumherum. Eben, sei das ein Fest, wenn auf der einen Seite das Fest läuft mit Kollegen zusammen und auf der anderen Seite der Sportanlass. Ich habe es vorhin gesagt, im Fahrlager oben sehr schön natürlich auch zum Schauen, wenn die dort ihre Einrichtung haben. Es ist eigentlich ein Campingplatz dort oben, wo man anschauen kann. Aber dann nachher ist auch immer sehr friedlich, also, wenn es langsam morgen wird, die Fahrer hier rumfahren, die Sonne geht auf, gerade wenn es morgen hoffentlich ein schönes Wetter ist. Das sind schon so Highlights für mich persönlich. Also ich erwarte nicht, dass der Zuschauer am Morgen um 5 Uhr kommt schauen kann. Aber es gibt jede Zeit hat wirklich etwas Schönes an sich nachher. Tapfer sind Fahrer unterwegs. Für sie hat das Rennen nicht erst mit dem Startschuss angefangen, sondern schon viel früher mit Training und dem Festlegen vom Ziel. Dazu der Jeremia Smarty von Gatineau. Ja, sicher den Sieg von letztes Jahr verteidigen. Ja, wir haben ein gutes Team. Noch einer, der ganz jung ist. Müssen wir schauen, wie der sich hier einfahren kann beim 24-Stunden-Rennen. Aber ich denke, es kommt gut. Was habt ihr für ein Team? Wie viele sind ihr und wie heissen die Mitfahrer? Das Viererteam vom Strübi Bikes Team. Es fährt Patrick Dresch von Uri. Der André Zracken, auch von Uri, und Marco Kurme von Willisau.
Wie habt ihr euch gefunden? Das ist ja von verschiedenen Regionen. Wir sind vom gleichen Team. Wir fahren auch sonst so Mountainbike-Rennen. Ja. Ja, genau. Gut, viel Erfolg. Danke. Urs Huber von Sulz. Wieso am 24-Stunden-Rennen? Ja, das ist wieder mal eine neue Herausforderung mit unserem Bike-Grüppel, wo wir sonst das ganze Jahr schon unterwegs sind. Schauen wir mal, wie gut wir hier mithaben. Also das klingt so, ich bin zum ersten Mal dabei, oder wir sind zum ersten Mal dabei? Ja, einer von uns hat es einzeln schon mal gemacht, mit dem Rennvelo vor 5 Jahren, aber die anderen sind Newcomer, ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, so zu fragen, was ihr für Ziel habt, wenn ihr nicht genau wisst, was auf euch zukommt. Ja genau, ich hoffe, wir können da mit einer Regelmäßigkeit die 24 Stunden durchziehen und dann, denke ich, sollten wir irgendwo noch im vorderen Drittel sein. Ah, gut, hoffen, schauen wir mal. Gut, ne? Dann ist Schneider voll konzentriert, ambitioniert. Was habt ihr für ein Ziel? Ja gut, ich bin eigentlich immer hergekommen, um sehr gut zu fahren. Und jetzt das Jahr habe ich mal gesagt, ich will eine Truppe haben, die einfach Spass hat, 24 Stunden. Und der Rest wird sich ergeben. Aber wir sind sicher gut aufgestellt, aber wir schauen auch, was sicher lustig geht. Also gut aufgestellt, also das meinst du auch Fun, oder? Ja, genau, in beide Richtungen. Also wir haben ein paar lustige Typen dabei, die richtig Spass haben die ganze Zeit, die aber auch auf dem Velo richtig stark sind. Und das macht sicher Spass. Und plötzlich nimmt man es dann doch ernst, oder? Ja gut, Renninstinkt und alles von der Profizeit kommt sicher irgendwann mal führen und probiere sicher auch mein Bestes zu geben. Und wenn ich das kann, nach 24 Stunden, sagen mal, das ist das Beste gewesen, dann bin ich zufrieden. Du bist der Vorderste, dein Team quasi im Rücken, wenn du so ein bisschen zurückschaust. Ja, was habt ihr gleich für ein Ziel ungefähr? Ja gut, Podest wäre sicher super, ja. Das ist eigentlich immer das Ziel und das ist, glaube ich, auch realistisch. Okay, sind wir gespannt. Danke vielmals. Viel Glück. Ein Trikot an, 24-Stunden-Rennen bei den Zuschauerrängen. Fahrer oder nur Zuschauer? Ich bin auch im Einwärmtrikot jetzt hier. Bei 30 Grad? Ja, natürlich. Warm bleiben musst du immer. Okay, gut. Also, du fährst heute für wer und wie heisst es? Ich heiße Thomas Hunziker und ich fahre für das Team Speicherschänder. Das Team, wo man schon den Namen kennt, seit einigen Jahren dabei. Was haben ihr für Ziele? Ja, das grosse Ziel für uns wäre eigentlich der zweite Platz auf dem Podest zu verteidigen. Es wird aber dieses Jahr sehr schwer werden. Wegen? Ja, ich habe da gewisse grosse Namen gelesen auf der Startliste. Dann ist Schneider, ja? Zum Beispiel, ja. Gut, die sind ein Fun-Team heute, aber vielleicht ist es ja nur die Harni, weiss ich nicht. Die sagen, sie sind ein Fun-Team, haben am meisten trainiert in der Regel. Wie viel habt ihr trainiert? Ja, nicht so viel, aber immer mit dem Kinderanhänger. Das ist natürlich Kraft, oder? Wird sich dann zeigen, ob es etwas bringt. Und was hast du drinnen gehabt? Ein paar Ziegelsteine, oder? Ja, nein, mein Junior. Ah, super. Ja. Also so tut man die Leute nachziehen quasi, ja, zum Radsport. Wir haben hier unser eigenes Nachwuchsprogramm aufgebaut mit dem. Viel Erfolg, danke. Wir haben sie schon im Bild gesehen. Heute deren Starterin Manuela Schär, Rollstuhl, Spitzensportlerin aus Altishofen. Ihre Starterin, das nicht ohne Grund. Ja, ich bin einfach angefragt worden. Wahrscheinlich, weil ich die letzten Jahre doch gute Erfolge feiern konnte und eben hier in der Region aufgewachsen bin. Und das 24-Stunden-Rennen zu schützen ist natürlich hier in der Region schon ein grosser Begriff. Und da habe ich mich sehr gefreut. Erfolg, ihr habt es ein bisschen angesprochen. Was habt ihr alles können erholen? Meine grösste Erfolg war sicher 2013 der Weltmeistertitel im Marathon gewesen und jetzt der Vize-Weltmeistertitel im Marathon im April dieses Jahr. Das sind so meine grössten Erfolge und dann verschiedene ja, kleinere Sachen, die für mich persönlich dann auch sehr wichtig sind. Ja. Also gut, Weltmeister und dann gibt es kleinere Sachen, liegt ja fast auf der Hand. Also enorm, was ihr leisten. Ja, also es muss natürlich viel zusammenstimmen und es läuft mir einfach sehr gut im Moment und ich hoffe, dass es noch so ein bisschen weitergeht. Ja. Jetzt sagt ihr, es muss viel stimmen. Habt ihr ein Team im Rücken oder wie sieht das aus? Ja, ich denke, den Aufwand kann man nicht alleine betreiben. Also mir ist da wirklich sehr angewiesen auf Leute, die einem unterstützen, die mithelfen, dass die einzelnen Puzzleteile einfach zusammenpassen und so ein grosser Erfolg kann passieren. Und ja, da ist man wirklich auf Hilfe angewiesen.
Es gibt ja so den Ausdruck in der NC von 0 auf 100. Wie lange sind ihr schon dabei? Wie lange macht ihr das schon? Ich bin schon lange dabei. Also ich habe früh angefangen mit etwa 12 vielleicht mit dem Sport. Und muss dann aber sagen, dass einfach Anfang 2013 noch mal so ein Knopf aufgegangen ist. Und seither läuft es mir eigentlich wirklich sehr gut. Ja gut, jetzt gibt es immer wieder Weltmeisterschaften. Die Herausforderung ist natürlich gross. Was habt ihr für Ziel für die Zukunft? Was wollt ihr erreichen? Ja, mein absolut grösstes Ziel ist die Qualifikation für Rio nächstes Jahr, für die Paralympics. Und ich möchte dort wieder aufs Podest fahren. Gut, eben, jetzt natürlich, das ist Training, es sind Reisen. Sponsoring, habt ihr schon gesagt. Wie werdet ihr unterstützt oder wie kann man euch unterstützen? Ja, man ist natürlich immer angewiesen als Sportler auf Sponsoring, auf Sponsoren, die einem da finanziell unterstützen. Die Reisen kosten alles Geld. Man hat viele Stunden, die man halt nicht arbeiten kann, wo man dann halt für den Sport investiert. Und dann hat man gewisse Lohnausfälle, die irgendwie kompensiert werden müssen. Das Material, das alles sehr viel Geld kostet. Ich habe da sehr ein sehr gutes Sponsoring-Team auf die Beine stellen und bin da wirklich mit sehr, sehr guten Leuten in Zusammenarbeit. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Eben, es ist nicht nur der Sport, es ist auch noch das ganze Drum und Dran, was man auch noch muss irgendwie auf die Reihe bringen muss. Ja, genau. Es kommen dann auch gewisse Verpflichtungen auf einem zu. Das ist schon so. Man muss das alles ein bisschen gut koordinieren und schauen, dass man nicht den Sport an sich vergisst und das Training nicht zu kurz kommt. Aber im Moment passt das gut. Okay, wir wünschen weiterhin viel Erfolg und wir werden wieder von Ihnen hören, hoffentlich. Danke vielmals. Oh, er ist von Altishofen. Auch ihn hat man schon im Hintergrund gesehen. Der Mann von der Zeitmessung. Mario Corell, er schaut im wahrsten Sinn vom Wort, dass alles stimmt. Da haben wir jetzt Einblick quasi im Messwagen, ein bisschen abseits von den Zuschauern auf der anderen Seite. Was machen die genau? Wir kontrollieren die Durchfahrt der Fahrer und schauen, ob sie die Runden fertig, korrekt fahren und entsprechend nachher auch die Ranglisten erstellen. Wenn jetzt einen ausschert oder eine Abkürzung nimmt, wie man es machen könnte, würdet ihr das merken? Ja, das merken wir, weil wir haben hier natürlich für jede Runde gewisse Zeiten, Vorgaben. Und wenn jemand zuerst von dem abweicht, dann fährt er eine Zeit, die nicht möglich ist. Und die Zeit oder die Runde wird dann einfach nicht zählt. Wie funktioniert das? Was ist so die Basis bei euch? Wie wird das registriert? Also jeder Fahrer hat eine Nummer mit einem Chip und wir haben hier vor dem Messwagen und auch am Ausgang von der Wechselzone haben wir Teppich, die wir auf die Straße legen. Und wenn sie über diese Teppiche hineinfahren, dann werden sie automatisch registriert. Wenn ich jetzt so ein plump selber drüber laufe oder jemand von den Zuschauern drüber läuft, wird er auch registriert? Nein, da passiert gar nichts. Im Zusammenhang mit dem Chip? Das ist nur im Zusammenhang mit dem Chip und zwar mit dem ganz bestimmten Chip, den wir für das Rennen einsetzen. Die sind spezialisiert auf Zeitmessung. Wo kann man euch überall treffen? Wo sind ihr überall? Die Firma ist in Gerlafingen, Datasport. Und wenn jemand Zeitmessung braucht, kann er sich dort wenden. www.datasport.com. Wäre das auch zum Beispiel möglich, ein Chef mit seinen Angestellten, wenn sie dort durchkommen, wenn sie da sind? Ja, die Zeitkontrollen funktionieren ähnlich. Nur bei uns ist es natürlich auf Sport, auf Massensport ausgerichtet. Gut, danke vielmals. Hat das alles geklappt? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, freuen Sie bitte die Fahrerinnen und Fahrer an. Sie haben es verdient, denn diese Hitze ist ja fast unerträglich. Gönnen Sie den Fahrerinnen und Fahrern einen kräftigen Applaus. Zürcher Fabian hat passiert jetzt gerade, Häfliger Markus von Zell, letztjähriger Sieger bei den Masters, Jochen Waldherr hat passiert. Beide haben jetzt schon zwei Runden hinter sich. Er arbeitet eng mit der Zeitmessung zusammen, ein Wagen weiter auf Sichtweite, der Speaker, der Moritz Lichtsteiner aus Zell. Eine seltene Gelegenheit, kann man im Speaker ins Wort fallen. Jetzt ein neuer Speaker, wie ist man zu diesem Job gekommen? Ja, das ist eine eigenartige Geschichte.
Heidt Schmieder musste Forfait geben, aus beruflichen Gründen. Und dann hat man kurzfristig mich gefragt, ob ich das machen würde. Und für mich ist es auch Neuland, aber da ich in dieser Szene ein bisschen vertraut bin, habe ich mir das jetzt einfach mal zugemutet. Ich weiss nicht, was schwieriger ist, Fahren oder Speaker. Mich dunkt beides eine riesige Herausforderung. Ja, wahrscheinlich ist meine Pause auch ein bisschen höher gesehen vor dem Start, genauso wie bei der Rennfahrerin und Rennfahrer. Wie hat man sich speziell vorbereitet? Gut, ich habe für mich ein Drehbuch geschrieben. Also ich habe mich orientiert, was alles los ist. Im Rennen in selber Teilnehmer und nachher dann ein Ablaufprogramm gemacht, was wenn man sagt und wie man das Ganze auch ein bisschen strukturiert aufbaut, dass das nicht ein völliges Durcheinander und ein Knusch gibt. Und jetzt braucht aber der Speaker selber ja Informationen auch über die Rundenzeiten. Wie funktioniert das zum Beispiel? Das muss ich sagen, der Autosport hat das hervorragend gelöst. Immer wenn eine Fahrerin oder Fahrer über das Ziel geht, dann sehe ich das sofort, wer es ist. Und unten in der zweiten Kategorie von einem Fenster sehe ich nachher dann auch den aktuellen Zwischenstand über das ganze Rennen rein. Muss allerdings immer wechseln von einer Kategorie auf die andere, weil man kann ja nicht 6 Fenster parallel nebeneinander offen haben, dass man genügend Informationen hat. Und der Job vom Speaker, von wem bis wann dauert der? Irgendwie hat es ja da auch noch Nachbarn und kann man da die ganze Nacht durch kommentieren? Ja, wenn es gewünscht ist, mache ich das für Einzelne im persönlichen Gespräch. Aber sonst würde ich sagen, zu oben um 11 Uhr ungefähr ist dann für oben und wir fangen am Morgen um 8 Uhr dann wieder an. Wir sind jetzt Zweite, der René Leupi und ich, und wir wechseln so im 2-Stunden-Rhythmus miteinander. Das Zweierteam, hä? So ist es, ja. Wie es auch bei den Bikern auf der Strasse geht, das Zweierteam, machen wir das auch beim Speakern, weil sonst wird es doch ein bisschen anstrengend und gibt doch ein bisschen ein trockes Maul. Das ist auch schon halb leer. Das ist so. Ich hoffe, es gibt dann irgendwo Nachschub. Ja. Von der Stimme zu der Stimmung im Fahrerlager. Nachher gefragt bei den Entlebuchern, wie sie es so haben. Sagen wir es so, sie sind ambitioniert. Wir sind noch nicht ganz bei der Westseite. Gerade gekommen, immer noch am Schnaufen. Wie sind die Entlebuchen drin? Ja, da müsste ich den Timekeeper fragen. Aber egal, wenn wir es jemanden im Solmo mal. Du hast alles gegeben, wie gehört. Ja, wenn wir schon mal draußen sind, dann gehen wir auch, gell? Wie viel sind ihr? Also, du hast dir gerade zuerst zu fahren, hä? Ich bin der Trick, wir sind ein 6er-Team. Und noch 2 Kollegen, die sind 2er fahren. Jede Runde abwechseln? Wir wollen im Moment jede Runde wechseln, ja. Später, wie ist es geplant? Ja, dann gehen wir ja wahrscheinlich, machen wir 3 2er-Gruppen, wo wir uns dann zwischendurch mehr Pause gönnen. Und noch später, was haben wir für ein Ziel, wie weit wollen wir kommen? Ja, bei uns ist der Anlass und solches erste Priorität, ein gutes Wochenende zu haben. Wenn der Rangmessung noch etwas rausschaut, dann nehmen wir das. Wir wünschen viel Erfolg, danke. Merci. Stressless, bei den Schützer ist der Name überhaupt nicht Programm. Ein bisschen so, yeah! Aber es muss zackig, yeah. Gut, das haben wir bei den Schützer, wir müssen pressieren, die natürlich auch. Ja. Was wollt ihr? Velofahren wollen wir bei diesem schönen Wetter. Das Ziel? Das Podest, kein Problem für uns, wir sind leider die einzige Damenmannschaft. Wie viele sind ihr? 4 unheimlich sportliche Frauen. Mit Namen? Stressless. Und die einzelnen Frauen? Vogel Anita Schötz, einheimisch. Céline Lustenberger hatte jetzt eben gerade einen Sturz gehabt. Darum haben wir schon das erste Problem. Unterwegs die Bieri Vreni und ich. Super. Ja. Koch Nadia. Ist gut, merci. Und schon ist sie fort. Noch da, schon wieder da. Und er wird auch noch länger da bleiben. Der UK-Präsident Stefan Heller. Jetzt gleich noch vielleicht eine indiskrete Frage. 24-Stunden-Rennen auch für einen OK-Präsident, ein 24-Stunden-Rennen, oder ist irgendwo noch eine Matte, die man da ein bisschen hinlegen kann? Nein, ich habe, also die meisten Fälle, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich eigentlich nicht geschlafen, aber ich habe gerade jetzt vorhin noch ein Metall ins Bett gelegt, an einem Ort vielleicht ein bisschen, um den Kopf ablecken. Es ist halt schon, wenn ich als Präsident muss man dann, kann man dann nicht halb schlafbetrunken am Zeug rumlaufen, sondern es geht schon darum, dass vor allem auch am Abend nachher dann gut koordiniert, wenn das Rennen fertig ist, die Siegerehrungen laufen, nachher dann auch die Festwirtschaft möglichst schnell zurückbauen und so. Und von dem her vielleicht etwa ein bisschen liegen, wäre vielleicht nicht schlecht. Kommt ein bisschen darauf an, wer rum ist. Eben, das 24-Stunden-Rennen für einen OK-Präsident, das geht eigentlich von früher an und heute später auf.
Ja, das ist, also wir haben jetzt diese Woche relativ gut können aufbauen, Dienstag, Freitag. Und so wie es aussieht, werden wir bis am Ende am Abend haben wir eigentlich dann die ganze Infrastruktur wieder zurückgebaut. Ich persönlich mache noch Kassen auch und wieder, das ist ja noch die Aufgabe, so ein bisschen die Büroarbeit nachher dann die ganzen Rechnungen und Buchhaltung und den Abschluss zu machen. Aber bis am Ende ist dann nachher dann das Gröbste durch. Ja. Bleibt das Mädchen am versteckten Ort schon noch ein bisschen liegen? Ja, das lasse ich noch ein bisschen dort sein, genau. Gut, danke vielmals. Das Rennen geht weiter für den OK-Presse wie für die Teilnehmer. Ob man das geheime Mädchen finden und wie es der Fahrer in der Nacht geht, sehen wir hier in einer weiteren Folge. Der erste Bericht gesehen auf Telenav Telezentralschweiz bereits am Samstagabend.